So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the Fastin. In der letzten Aufnahmesession am Ende sind wir ja ins neue DLC, also ins nächste DLC eingestiegen. Nämlich in das Sunken King DLC und haben Shulva, die Stadt des Heiligtums, entdeckt. Und dort geht es sehr, sehr dunkel und giftig zu. Yay. Klingt doch nach Spaß. Ja, und einen Drachen haben wir auch schon entdeckt, der in Richtung der Stadt geflogen ist, beziehungsweise nach da ganz weit unten. Ein ziemlich giftiger Drache. So, erstmal dich ausschalten, damit du nicht nervst. So, der wird schießen. Haben wir das hier an. Das fährt da drüben das Ding nämlich hoch und haut sie alle um. Gut, der eine, der trinkt. Das ist nicht so schön. Ja, und sie gehen voll aggro. So, du bist weg. Du bist auch weg. Oh, wir lassen das ganze Ding wieder runter. Das ist nicht so gut. Geh bloß wieder hoch. So. Dich können wir erstmal leicht abstechen. Jetzt kommt dein Kumpel und will auch was von uns. Wow. Okay, mit schweren Angriffen sind wir hier definitiv besser dran. So. Fahr hoch. Genau, schmeiß den ins Nirvana. Die anderen beiden können uns jetzt nicht mehr behelligen. Na, komm runter. Genau. Wow, das hätte uns treffen sollen eigentlich. Hat es uns aber nicht. So, den triggern wir, dass er sein Schwertchen zieht. Oh, das war knapp. So, weg mit dir. Und weg mit dir. Damit haben wir hier oben wieder aufgeräumt, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja, der da sieht so aus, als ob er uns Stress machen könnte. Da unten ist noch einer, der uns Stress machen könnte. Aber wir wollen jetzt erst einmal da drüben den Schalter aktivieren. Und können auch da drin gleich das erste Ei zerschießen. So, dann haben wir nämlich von hier auch schon mal mehr Bewegungsfreiraum, wenn wir nachher uns dort rüber bewegen. So, der steht auf. Und möchte mit seiner Lanze gerne ein Stück von uns abhaben. Allerdings habe ich da was dagegen. Ich kann mich dafür erstmal hier oben umgucken und den Giftbissring plus 1 einsacken. Oh, hi. Nerviges Kriechgezeug. Und zwar richtig nerviges. Die können nämlich meine Ausrüstung schrotten, wenn ich nicht aufpasse. Ja, und zu denen will ich jetzt da gleich reinlatschen. Vorher gehen wir aber mal außen rum. Wir könnten nämlich theoretisch hier unten uns runterfallen lassen. Und noch nach was Schickem suchen. Ja, da sind die Viecher. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht durch ihre Eier rollen.
Und dass sie uns nicht einnebeln. Genau, du kannst ruhig alles zerhauen. Oder einfach sterben. Ja, einfach sterben ist mir am liebsten. Au. Und sie machen auch guten Schaden. Diese Mistviecher. Uff. Gut, dass der uns nicht getroffen hat. Jetzt sind wir nämlich an der Stelle, wo ich das letzte Mal nicht weitergehen wollte, wie ich gesagt hatte. So, ich will erstmal dich aufspießen. Auf den Schalter hier vorne nämlich hatte ich damals geschossen. Und er hat, soweit ich weiß, das hier abgesenkt. Genau, dass wir noch weiter nach unten gekommen sind. Jupp. Nicht wahr? Ja, und von da unten sind wir dann halt nicht mehr hochgekommen. Oder sind gerade so hochgekommen. So, ich will jetzt erst einmal den Schützen da drüben loswerden. Und an den komme ich immer noch nicht ran, weil ich erst das andere Ding da drüben noch aktivieren muss. Oh, aber ich habe jemand, einen anderen Freund angelockt. Ohoho. Und das ging auf die Ausdauer. So, weg mit dir. Schießen wir dir einfach ein paar Mal in den Kopf, das hilft auch. Na, da hilft es auch, wenn wir beschossen werden. Also, es hilft dem Gegner. Nervig, nervig. Gut. Habe ich das da drüben nicht aktiviert? Aber ich glaube, ich muss das hier unten aktivieren. Oh, das ist nicht so schön. Nein, das ist gar nicht schön. Damit bin ich hier einverstanden. Oh, ein alter Pflanzenbalsam. Wie nett. Nein, zermatschert werden will ich auch nicht unbedingt. So, jetzt dürften wir da drüben hinkommen. Genau, was steht hier? Rache, ja, auf jeden Fall. Versucht angreifen und dann hurra für Umweg. Ja, genau, das tut nämlich hier die... das, den abgelegenen Bereich da freischalten. Den ich gerne jetzt freischalten möchte. So. Währenddessen können wir mal kurz einen Blick riskieren. Da unten, das Ding da ist garstig übrigens. So, Blick haben wir riskiert. Das heißt, wir lassen uns jetzt hier runterfallen. Sammeln hier den alten Pflanzenbalsam auf. Und springen hier wieder zurück. Ja, das Vieh, da sollten wir gleich mal töten. Klappt sogar sehr gut. Das ist nämlich ein Spuckerstatuen-Gecko oder eine Spuckerstatuen-Schildkröte, wie man es auch nennen möchte. So, hier müssen wir vorsichtig durch. Obwohl, in den Krügen ist ja eigentlich gar kein Gift.
Hier ist das eigentliche Problem. Vorsicht vor oben, ja. Man hört nämlich schon mal wieder die komischen Geräusche. Sicher ist sicher, dass ich hier nicht aus Versehen durchrolle und alles trigger. Zumal hier ist nichts. Aber man sieht, da drüben geht es schon weiter und wir werden beschossen. Hier oben sind die Gegner versteckt mit ihren Säurewolken. Au! Schleicht er sich einfach von hinten an. Linke Zecke. Und ja, das sind so, sollen so eine Art Zecken sein. So. Gucken wir mal kurz nach unserer Ausrüstung. Sieht bis auf unseren Speer halt noch alles ganz okay aus. Ah, so weit, so gut. Aber wir haben uns ja schon weit durchgeschlagen. So. Hier ist ein Gegenstand, ein Elisabeth-Pilz. Au. Fubu. So, und jetzt müssen wir wieder hier rüber. So. Und ja, die Spucker-Statuen, die kennen wir ja. Borste, roter Augapfel. So. Wir merken uns, dass da drüben noch Zeug ist. Wir merken uns allerdings auch, dass es da unten weitergeht. Und dass wir hier beschossen werden. So, wir werden von da drüben aus beschossen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal hier unten um, dass uns ja nichts in den Rücken fallen kann. Wie der Kumpel da. Und sein anderer Kumpel. Oh, 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 oh. Au. So, das hat wehgetan. Aber richtig wehgetan. Deswegen heile ich mich mal ordentlich hoch. Und finde heraus, dass es dort weitergeht. Okay. Und dass hier nichts ist. Gut, das heißt, wir können auch oben reingehen. Gucken, ob sich da jemand versteckt hat, der uns in den Rücken fallen kann. Ja, da war jemand. Ich habe doch gewusst, dass in dem Raum noch jemand sich verstecken würde. Da ist übrigens der Weg nach unten, um nach unten zu fallen. Gegenstand. Da hinten ist der Bogenschütze. Und da unten kommen wir runter. Und auch da weiß ich, dass da der Weg weiter ist. Und ja, hier könnten wir uns auch runterfallen lassen, um schnell nach unten zu kommen. Hab ich allerdings im Augenblick nicht vor.
Ich nehme lieber den Heiligtum Streitkolben und sage tolle Aussicht, genau. Da oben sind wir gestartet, jetzt sind wir hier unten. Was schon mal ein sehr großer Pluspunkt für das Gebiet ist. Man kann ziemlich viel erkunden. Und erkennt auch Orte wieder, an denen man war. Zum Beispiel nachher, wenn wir den Tempel da erkunden würden. Das wird sehr, sehr... Hehehe.